Ein Heidenspaß für die halbe Familie. Luxan Wunders Family Hour in 15 Minuten. Auf Rocket Beans TV. Danke. Der Rohrschachtest. Okay, Herr von Löwen. Wir würden es jetzt so machen. Ich zeige Ihnen gleich ein paar Bilder. Mhm. Und Sie beschreiben mir einfach ganz intuitiv, was Sie da drauf sehen. Ja? Okay. Mhm. Okay. Sind Sie bereit? Ja. Okay. Dann fangen wir an mit Bild 1. Bin ich als kleines Kind, also kleiner Junge, irgendwie so, ich schätze mal so 5, 6 Jahre. Und meine Mutter tritt mich also ans Bein, ans Schienbein oder so. Ja. Okay? Ja. Okay. Dann kommt Bild 2. Das sind Sie. Und Sie haben Geschlechtsverkehr mit meinem Vater. Und meine Mutter schaut zu. Noch was? Ja. Okay. Und Bild 3. Das ist die Vagina von meiner Mutter. Wie sind Sie eigentlich an diese ganzen Bilder gekommen? Sind das nicht normalerweise irgendwie so Farbflächen oder irgendwelche Tintenflecke oder irgendwas? Nein. Hallo, hier ist wieder Luxan Wunder mit einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine Manjo richtig schält. Und zwar habe ich mir dafür eine Manjo geholt. Das ist wichtig, dass man darauf achtet, dass die möglichst hart sind, weil dann das Fruchtfleisch fester ist. Das wollen wir haben. Die Manjo hat zwei Probleme. Erstens, wenn man die hinstellt, fällt die immer um, ne, wenn man die hinstellen will. Und das zweite ist, die Manjo hat sehr, sehr viel oder eine sehr dicke Schale. Deshalb brauchen wir dafür ein Messer und einen Metallschwamm. Und wir machen Folgendes. Wir schneiden hier oben erstmal ein Stück ab. Dann sieht man hier ganz deutlich, hier schaut schon die Manjo raus, hier ist die Innenmanjo und hier ist die Außenmanjo und alles hier drumherum ist Schale. Ja, das muss alles weg. Ist immer noch so, wenn man die jetzt hinstellt, fällt die um, deshalb machen wir das gleiche nochmal unten. So, jetzt kann man die Manjo hinstellen und wir machen folgenden Schnitt. Hier an der Manjo entlang nehmen wir die ganze Schale weg. Also das ist alles Schale, das wollen wir alles nicht haben. Und hier nochmal. So, hier haben wir so ein bisschen jetzt an der Manjo entlang geschnitten. Und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. So, Schale weg. Und dann sieht man schon,
dass hier die Mandschu durchguckt. Das ist die Frucht. Hier an der Seite nochmal. Und dann müssen wir die Frucht freilegen. Mandschu essen ist schon ein bisschen was Spezielles. Ist ja eine venezuelanische Frucht. Und in Venezuela sagt man, für eine gute Mandschu-Mahlzeit kann man sich ruhig mal einen halben Tag Zeit nehmen. So, hier sehen wir die Mandschu. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wir immer noch ziemlich viel Schalendreck hier haben. Das ist der Schalendreck von der Schale, der hier noch an der Frucht, an der Mandschu klebt. Sieht man hier, wenn man hier entlang schneidet. Deshalb habe ich euch einen Lifehack mitgebracht, wie man diesen Schalendreck am besten wegkriegt. Nämlich mit einem Metallschwamm. Wir nehmen also quasi die Mandschu hier ganz fest in den Griff und nehmen den Metallschwamm und schubbern den ganzen Schalendreck hier weg. Das sieht man schon, wie sich das löst und alles quasi in diesem Metallschwamm bleibt. Das machen wir von der anderen Seite auch. Das kann schon mal so 2, 3, 4, 5 Minuten dauern, aber das ist es wert, weil am Schluss hat man dann eine richtig freigelegte Mandschu. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Die sieht so aus. Also das ist so die typische Mandschu-Farbe. So ein bisschen, so ein leichtes Grau. Und ja, hier haben wir die Mandschu und das kann man direkt so essen. Gerne mit Zucker und Zimt, empfehle ich immer. Ja, das war's. So schält man eine Mandschu richtig. Viel Spaß beim Nachmachen. Euer Luxan. Komm schon, gib den Schmuck zurück. Auf geht's, kleiner Lauch. Ich komm mit. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Burning Vulva wartet schon. Nacktmull steht bereit. Na klar, zu Fuß. Was dachtest du? Du hast 9 Stunden Zeit. Gesehen, die ganze Stadt ist voll damit mit Elektroroller. Wir wollen den Test für euch machen, um zu zeigen, wie easy das alles ist. Also, heute ist der Tag. Let's go! Also das Erste, was man machen muss, man muss sich das App runterladen. Jetzt habe ich mich angemeldet und suche jetzt das, was am nächsten ist. Und wir haben einen, der ist ein bisschen weiter weg, aber da können wir jetzt hin. Wir könnten auch mit dem Bus hinfahren, weil M29er. Ah, stopp! Ja, wir haben uns leider ein bisschen verlaufen, aber jetzt sind wir richtig wieder auf der richtigen Pforte. Juhu! Wir haben ihn gefunden! Endlich! Sehr cool! Und jetzt endlich! Es geht super schnell, zack, zack. Einfach nur App aufmachen, Foto und dann scannen. Dauert nur eine Sekunde. Hast du? Ich muss das aber noch mal. Ich mach einfach da. Nee. Ich mach mal jetzt kurz zu und dann wieder auf. Ich glaube, du musst es. Fühlt sich aber schon richtig gut an. Wie? Also, ich glaube, du musst es mit dem Ding. Ja, ich muss das vor. Okay, ich weiß. Das ist leider nicht unserer. Okay, das ist nicht das, was wir suchen. Ah, okay. Unserer ist irgendwo anders. Okay. Ist noch ein bisschen weiter runter. Dann let's go. Let's go! So, wir sind ein bisschen noch am Eingrooven, da es das erste Mal ist. Die Zeit ist jetzt abgelaufen, wir haben es nicht mehr reserviert. Wir müssen jetzt einen neuen finden. Okay. Ja. Okay, aber das, gut, dann reserviere ich den. Der ist jetzt. Müssen wir wieder zurückgehen. Okay. Super. Let's go. Okay, let's go. Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Ich glaube. Nee. Das ist er nicht. Okay. Ich glaube, ich habe hier vorne links eingesehen. Das da ist er doch. Einer.
Jetzt geht's los. Nein. Nein? Nee, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Der falsche. Das, hier! Da. Jetzt! Woohoo! So, okay, Unlock Voy. Juhu! Okay, es hat geklappt. Okay, gleich geht's los. Step to brake. Okay, while roaming ride in bike lanes. Okay, aber okay, es ist eigentlich ganz leicht. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Okay, well, das geht immer so schnell weg. Anscheinend war das der falsche. Das hier ist der richtige, der stand direkt daneben, den haben wir nicht gesehen. Aber jetzt habe ich es rausgefunden, wie das geht. So! Okay, jetzt ist kein Motor an. Ah, doch jetzt! Ciao! Jetzt bist du dran. Aber da ist kein Helm dran. Nee, man braucht keinen Helm. Das hat keinen Helm. Das ist mir nicht so recht mit dem hier so schnell und also so an der Straße ohne Helm. Dann, liebe Freunde, holen wir den Basti mal schnell einen Helm. Wir sind etwas weiter weg von zu Hause, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon hin und dann ist der Basti auch startklar. Das Geile ist, dass es halt cool aussieht und man irgendwie immer überall schneller hinkommt. So, und es ist auch richtig gut für die Umwelt. Upsa. Und ich unterstütze das vollen Herzens, weil ich einfach, ich hatte immer so meine Probleme mit dem Fahrradfahren. Das Problem, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber. Juckt? Ja. Ich muss kurz. Es juckt total. Kannst du noch? Ich brauche Pause kurz. Oh, du, okay, wir laufen einfach den Rest des Weges. Ich glaube, ich brauche was zu trinken. Hm? Der Akku ist leer. Akku ist leer? Ja. Der klappt, das funktioniert. Ja, und vielleicht nehmen wir. Wir suchen einfach einen neuen. Und dann holen wir den Helm und dann geht's los, ja? Alles klar. Okay, kein Ding. Passiert. Let's go! Du musst. Was? Den Knopf da drücken, davor. Ja. Ein bisschen eng, aber das kriegen wir hin. Ja. Okay. Wuhu! Oh oh. Okay, ein bisschen zu langsam. Zu schnell, zu schnell. So, super. Oh Gott, wir sind auf der falschen Seite. Und zu zweit ist das gar kein Problem. Und so kommt man zusammen am schnellsten überall hin. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, jetzt aber nicht. Du fährst. Okay. Okay. Oh, okay, warte mal. Hey Leute, also das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben gesagt, es ist eine glatte 5 aus 10. Es ist praktisch für die Leute, die irgendwo hin müssen. Wir müssen uns jetzt beeilen, wir haben keinen Akku mehr und wir sind sehr weit weg von wo wir wohnen. Aber ja, macht's gut und schreibt in die Kommentare, was wir noch später machen müssen. Beim Sonnenuntergang, wenn der Tau die Wiese zudeckt, ich fühle nichts beim Blick aufs Meer. Ich fühle nichts, wenn du mir dein Baby zeigst und seine unschuldigen Augen neugierig die Welt erkunden wollen. Ich fühle nichts, wenn ein altes Ehepaar auf einer Bank die Hände hält, im Wissen, dass einer von beiden als erstes stirbt. Ich fühle nichts, wenn du in meine Augen schaust,
voller Liebe und Zuneigung und mir sagst, dass wir zusammengehören. Also warum hab ich diesen Schmerz in mir, ganz tief drin in meiner Brust, wenn wir gegen Holland im Fußball verlieren? Manju. Manju. Den besten Obstsalat in ganz Spanien bereitet Don Quijote de la Manju.